Bist du bereit? Es ist soweit. Hier sind die Wings. Wings, du bist stärker als du denkst. Was wir können, kannst du längst. Sei ganz leicht und du beginnst zu schweben. Wings, du bist auf einem Sternenritt. Worauf wartest du? Komm mit. Heute wollen wir noch so viel erleben. Bist du bereit? Es ist soweit. Hier sind die Wings. Schon oft geträumt, du kannst fliegen, deine Runden durch die Lüfte zu drehen. Kein Problem, du musst einfach fest genug daran glauben. Dann wird dir dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Nichts kann dich jetzt noch halten. Wings, du bist stärker als du denkst. Was wir können, kannst du längst. Sei ganz leicht und du beginnst zu schweben. Wings, du bist auf einen Sternen. Während Bloom sich auf der Insel Pyros mit den Tricks auseinandersetzen muss, trifft aus der Omega-Dimension eine Nachricht von Tekna ein. Die Wings und die Spezialisten machen sich sofort auf den Weg. Aber auf dem Gefängnisplaneten erwartet sie eine finstere Falle. Also dann, guten Morgen, Althea. Stella, mach die Tür auf, ich bin's, Bloom! In Ordnung. Ich bin doch da, Bloom. Ich habe gewartet und gewartet. Lucas? Ah! Wir sind auch noch da. Hey, nicht alle auf einmal. Ich freue mich ja auch, euch wiederzusehen. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Ach, mir geht's gut. Aber was ist denn hier überhaupt los? Wo sind denn die Mädels hin? Während du die ganze Zeit auf der Insel Pyros trainiert hast, sind die anderen Wings zur Omega-Dimension aufgebrochen. Was? Ja, sie wollen versuchen, Tekna zu finden. Tekna? Entschuldigen Sie, Miss Faragonda, kann ich mal mit Ihnen reden? Bloom, du bist ja früh auf den Beinen. Ja, ich bin gerade von Pyros zurückgekommen und die ganze Schule ist wie leergefegt. Was ist denn hier los? Es ist noch sehr früh am Morgen. Um diese Zeit schlafen alle Schüler noch. Nicht alle, aber egal. Ich wollte mich noch für Ihren Rat bedanken. Mein Aufenthalt auf Pyros war wirklich... Ich weiß, ich habe bereits alles erfahren. Maya, das Oberhaupt der Ältesten von Pyros, ist eine Freundin von mir. Sie hat mich über deine Fortschritte auf dem Laufenden gehalten. Wirklich? Aber ich... Ich bin ausgesprochen stolz auf dich, Blumen. Du hast deine Aufgabe mit Bravour gemeistert. Ich habe auf Pyros eine Menge dazugelernt und ich kann jetzt viel besser als früher meine Kräfte konzentrieren, aber... Warum höre ich andauernd ein Aber? Ich frage mich die ganze Zeit, wieso ich mein Enchantix bekommen habe, obwohl ich niemanden aus meiner Welt gerettet habe. Bloom, in deiner Entwicklung als Fee bist du sozusagen ein Phänomen. Das ist in der Tat ein seltener Ausnahmefall. Du hast dich auf Pyros mit all deiner Willenskraft auf deine innere Stärke konzentriert. Der Glaube an dich selbst war so mächtig, dass er dich verwandelt hat. Du hast dein Enchantix nur durch die Kraft deines Willens erlangt. Sehr gut gemacht, Bloom. Danke, Griselda. Vielen Dank. Aber ich habe noch etwas Wichtiges auf dem Herzen, das ich Sie gern fragen würde. Würden Sie mich noch mal für eine Weile vom Unterricht befreien?
Ich nehme an, dass du zu deinen Freunden möchtest und ihnen bei der Suche nach Tekna helfen willst. Ja, unbedingt. Da ist ein Schiff von der Roten Fontäne. Sky. Hallo, Bloom. Ich freue mich. Es ist schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Ja, ich bin zum Glück wieder der Alte. Es ist mir gelungen, Diaspros schrecklichen Bann abzuschütteln. Bloom, es tut mir wahnsinnig leid, was auf Heraklion passiert ist. Bitte verzeih mir. Ach, Sky, es war ja nicht deine Schuld. Das nicht, aber ich habe dir wehgetan und das tut mir leid. Ich glaube, das war alles Diaspros Werk. Und Valtor, Sky, ich habe wirklich gedacht, ich hätte dich für immer verloren. Bloom, uns wird nie wieder jemand auseinanderbringen. Ich konnte nicht mit zur Omega-Dimension, weil ich Wachdienst in der Roten Fontäne schieben musste. Irgendjemand musste ja da bleiben, um die Schule zu schützen. Aber als ich gehört habe, dass du zurück bist, habe ich Kodatorta um eine Sondergenehmigung gebeten und ich... Und weil er so ein großes Herz hat, genau, hat er sie dir gegeben. Wer hat dir gesagt, dass ich zurück bin? Das weiß ich von jemandem, der auch ein großes Herz hat. Ich war das. Ich habe es ihm gesagt. Warum? Wir verdienen nun mal eine zweite Chance. Hör auf, Amore. Wieso denn? Ist doch so. Oder etwa nicht, Chatter? Siehst du denn nicht? Die beiden sind ganz rot geworden. Hm. Bloom, ich bitte dich. Du darfst auf keinen Fall allein in die Omega-Dimension. Dieser furchtbare Ort ist viel zu gefährlich. Loket, mach dir keine Sorgen um mich. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Tekna zu retten, muss ich sie ergreifen. Ja, aber du weißt doch, dass die Spezialisten und die anderen Wings auch schon dort sind. Ja, ich weiß, aber sie werden meine Hilfe gut gebrauchen können. Außerdem fliege ich ja nicht allein dorthin. Sky begleitet mich. Mhm. Dann sperr mal deine Lauscherchen gut auf, Sky. Sorg dafür, dass hier nichts passiert, okay? Sonst weiß ich nicht, was ich... Keine Sorge, Loket. Ich werde nicht von ihrer Seite weichen. Das will ich dir auch dringend geraten haben. Wir müssen hier irgendwie wieder raus. Das sagst du so einfach. Diese Unsympathen lagern zwischen uns und dem Höhlenausgang. Ja, und wir sind nur zu dritt und sie haben uns die Waffen abgenommen. Leider sehen die Jungs nicht so aus, als wären sie sehr gesprächsbereit. Das sind Schwerverbrecher und absolute Barbaren. Sie haben die Omega-Dimension zu ihrem privaten Königreich gemacht. Es sieht fast so aus, als wären sie aus ihrem eisigen Gefängnis getürmt und hätten sich dann diesen Teil der Dimension unterworfen. Jungs, egal wie, aber wir müssen hier raus und die Mädchen finden. Oh Mann, ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Weiße Schlange, du kriegst uns nicht. Meine Sonnenlichtmagie wird dich fernhalten und uns beschützen. Ich werde verhindern, dass dieses Untier meinen Freunden etwas antut. Aber ich habe nicht ausreichend Kraft, es abzuwehren und gleichzeitig die Mädchen warm zu halten. Diese Eiseskälte würde uns in Windeseile einfrieren. Ich kann sie nicht mehr lange abwehren. Ich bin völlig erschöpft. Lange kann ich das nicht mehr durchhalten. Wow, das ist ja ein nettes Begrüßungskomitee. Das hast du gut gemacht, Sky. Du hast sie im Schneegestöber abgehängt. Die sind wir los. Mann, das ist ja ganz schön gruselig hier. Ja, hierher werden die Schwerstkriminellen der magischen Dimension verfrachtet. Die werden tiefgefroren und sicher verwahrt. Und sie haben keine Chance, hier rauszukommen? Du sagst es. So, wir müssen jetzt die Landung vorbereiten. In welche Richtung wollen wir gehen? Hast du irgendeinen Vorschlag? Wie es aussieht, bleibt uns gar keine Wahl. Wir müssen da runter. Da vorne sehe ich einen Weg. Los, wir versuchen uns an den Felsen entlang zu hangeln. Seid vorsichtig, Bloom. Wir wissen nicht, womit wir in dieser Dimension rechnen müssen. Puh, ganz schön anstrengend. Und ich habe das Gefühl, es wird immer kälter, je tiefer wir kommen. Ja, als hätte dieser Planet ein Herz aus Eis. Mit jedem Meter, den wir absteigen, fällt die Temperatur um ein paar Grad. Welche Kreatur kann so furchtbar zischen? Ich glaube, das wollen wir lieber nicht rausfinden. Und deswegen schlage ich vor, dass wir unseren Abstieg fortsetzen. Bloom, du musst versuchen, meine Hand zu greifen. Ich kann mich nicht mehr halten. Komm schon, Bloom, nur noch ein Stückchen. Gleich habe ich dich. Dort hinter der Ecke lauert jemand. Warte, lass uns erst sehen, wer es ist. Versuch das nochmal und ich puste dich aus den Socken. Das ist doch... Halt, bist du verrückt? Was soll denn das werden? Runter mit dir. Warte, hör doch mal.
Okay, du willst es ja nicht anders, aber Bloom? Ist das wahr? Bist du es wirklich? Ragnar, du lebst! Noch nie in meinem Leben habe ich mich so gefreut. Ihr glaubt nicht, was ich durchgemacht habe. Na komm, erzähl uns alles. Wie hast du hier bloß überlebt? Das letzte Mal haben wir dich auf Andros gesehen, als du mit all deiner magischen Kraft das Omega-Portal verschlossen hast. Ja, und genau in dem Moment habe ich mich in den Enchantix-Modus transformiert. Das war mein Glück, denn ich wurde in die Tiefe der Omega-Dimension hineingezogen. Und nur dank meiner neuen magischen Kräfte und meiner technischen Kenntnisse war ich fähig, hier zu überleben. Ziemlich cooles Outfit. Das habe ich mir selbst gemacht. Es schützt mich sehr gut vor den eisigen Temperaturen in dieser Gegend. Es ist mir sogar gelungen, aus Eis nährstoffreiche Nahrung zu gewinnen. Und die schmeckt wahrscheinlich besser als das Essen in Alfias Cafeteria. Hier liegt überall Elektroschrott rum. Daraus habe ich mir eine Waffe und einen Transmitter gebaut. Und damit konntest du Kontakt zu Timmys Ortungsgerät aufnehmen, das er sich auch selbst gebaut hat. Super, Tekna. Ja, dumm ist nur, dass meine Anwesenheit die Geflohenen in Aufruhr versetzt hat. Was denn für Geflohene? Das sind die Sträflinge, die aus ihren Eiszellen ausgebrochen sind. Aber ich denke, diese Zellen sind absolut ausbruchssicher. Sind sie eigentlich auch, aber weil Valtor das Omega-Portal geöffnet hat, ist das Gleichgewicht der Kräfte durcheinander geraten und viele Gefangene konnten türmen. Wie viele von denen treiben sich denn hier rum? Wie viele es genau sind, weiß ich nicht, aber es sind so viele, dass sie sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Diese Typen haben nichts zu verlieren und werden deswegen völlig skrupellos sein. Ja, sie sind ja nicht umsonst die gefährlichsten Kriminellen der Magix-Dimension. Das bedeutet, die anderen könnten in großer Gefahr sein. Das sind sie auch. Timmy, Helia und Brandon werden in einer Höhle festgehalten. Was? Unsere Jungs sind gefangen genommen worden? Ich befürchte ja, und es wird nicht leicht werden, sie da wieder rauszuholen. Okay, hört gut zu. Sky, du kümmerst dich um den Kerl, der da vorne Wache schiebt. Tekna und ich schleichen uns in die Höhle. Na dann los! Sei vorsichtig. Du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt bist du ja endlich wieder bei mir und ich werde dich nie wieder verlassen. Was? Was ist hier los? Gute Nacht und angenehme Träume wünsche ich. Tagor, du passt auf die Gefangenen auf. Ich gehe raus und sehe nach, was da los ist. Tekna Enchantix! Intensiv! Magische Kräfte! Stand etwas sauber! Komm gar nicht näher! Kein Problem! Jungs, alles in Ordnung? Tekna! Timmy, wartet eine Sekunde, ich hole euch da sofort raus! Pass auf! Na, was ist jetzt mit deinen kleinen Zaubertricks? Du Bestie! Lass sie los! Nein! Du bist dran, Bloom! Also Leute, ich muss zugeben, den Zeitpunkt hätte man nicht besser wählen können. Alles okay? Es Mann, geht mir gut. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Diese Typen haben sich Verstärkung geholt. Ich wette, sie werden gleich hier auftauchen. Ja, denen werden wir eine Lektion erteilen. Aber das Wichtigste, wir haben unsere Waffen zurück. Sky, während ihr euch um die Sternjungs kümmert, werde ich mit Tekna nach den Mädels suchen. Einverstanden? Gute Idee. Ich sag euch, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Eine eiserne Kälte hier. Hoffentlich ist den anderen Wings nichts Schlimmes zugestoßen. Wir müssen da unten nach ihnen suchen. Wir sollten uns vorher transformieren. Nur keine Angst. Die Kälte kann uns nichts mehr anhaben. Stella, du bist ja vollkommen erschöpft. Wieso versuchst du dich nicht einen Moment auszuruhen? Das darf ich nicht. Wenn ich das tue, dann... Es ist schon okay, Stella. Ruh dich aus. Noch? Magische Kräfte, sonderbar sauber, Intensiv. Magische Leistung, magische
Jede Berührung dieser Schlange ist absolut tödlich. Und wir haben keinen Fluchtweg. Bloom, Tekna! Wo kommt ihr beiden denn auf einmal her? Das erzähle ich euch später. Jetzt braucht erstmal Bloom unsere Hilfe. Ich halte die Schlange in Schach. Reserven. Wir müssen es versuchen. Das ist unsere einzige Chance. Zieht es durch, Mädels. Ihr schafft das schon. Wir kommen, Tekna! Blühender Knöterich! Klangwellenattacke! Lichtfeuer! Unsere Angriffe sind völlig wirkungslos. Was? Wir schaffen es nicht. Nein, nein! Bloom Enchantix! Magische Kräfte! Sonder von Zauber! Enchantix! Magische Meisterwitz! Bloom, du hast dein Enchantix? Ja, wurde doch Zeit. Aber das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich euch später. Jetzt checken wir erstmal, was dieser Riesenregenwurm gegen die Wings ausrichten kann. Bereit? Achtung, jetzt kommen die Super Wings! Hier, ich hab was für euch! Zurück, ich verpasse jetzt meine geballte magische Kraft. Drachenenergie! Alles noch dran? Ich glaube schon. Oh. Sie rührt sich nicht. Wir haben das Vieh erledigt. Warte, Stella, wir haben es noch nicht geschafft. Was meinst du damit, wir haben es noch nicht geschafft? Ach komm schon, Bloom, das Mistvieh ist mausetot. Nein, ist es nicht. Als meine Energie mit der Schlange in Kontakt gekommen ist, habe ich etwas gespürt. Wir hatten für wenige Sekunden eine intensive parapsychische Verbindung und sie hat mit mir kommuniziert. Und was hat dir die Schlange versucht zu sagen? Die weiße Schlange ist das Urwesen dieser Dimension. Sie ist sowohl der Kern als auch die Hüterin. Aus ihrem Atem entsteht das Eis, das den ganzen Planeten überzieht und ohne das die Omega-Dimension gar nicht existieren würde. Aber das heißt ja, wenn wir sie nicht bezwungen haben, dann... Oh! Weg hier! Jetzt haben wir sie erst richtig wütend gemacht. Sie ist wahnsinnig schnell. Bald hat sie uns eingeholt. Hey, ich habe eine Idee. Ihr verschwindet von hier und sucht die Jungs. Bloom, was soll das? Was hast du um Himmels Willen vor? Vertrau mir, Flora. Das ist unsere einzige Chance. Los, verschwindet jetzt! Oh Mann, ich muss sagen, das sieht nicht gut aus. Was machen wir jetzt, Guy? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen weiterkämpfen. Leichter gesagt als getan. Durchhalten, Bloom. Es ist nur noch ein kleines Stück. Oh.
Loom. Wir haben es geschafft. Jetzt will ich nach Hause. Ich möchte etwas von diesem Ort mitnehmen. Jede Welt hat ihre eigene Ordnung. Und in der Omega-Dimension sorgt die weiße Schlange dafür, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Wisst ihr, Leute, ich habe keine Ahnung, wodurch Magix im Gleichgewicht bleibt und was es überhaupt damit auf sich hat. Ich kann es aber kaum abwarten, endlich nach Hause zu kommen. Mädels, damit dürfte unser Club wieder auferstanden sein. Die Wings! Falls ihr nicht allzu müde seid, würde ich vorschlagen, wir lassen eine richtige Party steigen. Was? Wir und müde? Die Pyjama-Party kann losgehen! Mehr hast du nicht drauf? Tja, mich besiegst du nicht. Ich bin eine Wings. Oh. Ach ja? Na, wie ist das? Ich würde jetzt gerne ein bisschen mit Sky allein sein. Wir können ja nachher noch zusammen an den See gehen. Oh, wieso fällt mir denn da gerade dieses Liedchen ein? Da, 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 da. Laura, hör auf damit. Was ist eigentlich mit dir und Hylia? Naja. Die Wings sind vereint und dank der magischen Kräfte des Enchantix stärker als je zuvor. Jetzt sind sie bereit, sich der Konfrontation mit Valtor zu stellen. Werden sie verhindern können, dass er Agadors Schatz stiehlt?